So, willkommen zurück zu Gothic 2. Ich habe beschlossen, etwas die Levelleiter hochzusteigen und dafür ein paar Quests zu machen und Monster zu schlachten. Denn wir sind gerade, was sind wir denn? Naja, genau, ein Magier Stufe 7, haben den ersten Kreis der Magie erst leider erreicht. Wir brauchen ungefähr 4000 Erfahrung zur nächsten Stufe, haben aber jetzt schon 7 Lernpunkte. Also ich will auf jeden Fall meinen Mana steigern auf, keine Ahnung, vielleicht 100. Das ist so ein Ziel und meine Stärke nochmal wenigstens um 10 bis 15, damit wir die ordentlichen Stäbe auch alle tragen können. Momentan haben wir, was haben wir eigentlich gerade an? Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, deswegen gucke ich kurz nochmal nach. Wir haben irgend so einen Bogen, einen Weidenbogen, der mir eigentlich ziemlich egal ist. Und wir haben einen Zauberstab, genau. Schaden 55, Mana-Bonus 20, benötigtes Mana 25, das haben wir. Ja, das ist ganz hervorragend und den würde ich ganz gerne mal weiter behalten wollen. Gucken wir erstmal nach, was wir eigentlich so für Quests noch offen haben. Das ist die Karte, oh verdammt. Mach die Karte wieder zu. Ja, toll, Karte. Quests wollte ich. Also M, N, nicht M. Aktuelle Mission, die Botschaft. Mal gucken. Vardas hat mir eine Botschaft für Meister Iskarod gegeben. Er wacht am Schrein vor dem Kloster. Oh, das werden wir gleich mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Hoppla, nein, zurück. Die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Ich fand schon immer ein bisschen schade bei Gothic, dass es sozusagen die Schrift, auf der man gerade ist, sozusagen weiß gehighlightet ist, also weiß hervorgehoben ist. Die Schrift an sich aber auch selber sehr hell ist. Also das ist irgendwie so ein Gold-Bronze, so ein helles Bronze, sag ich mal. Und darauf weiß zu erkennen, ist nicht immer ganz einfach. So, also nochmal auf aktuelle Mission. Sag mal, kann man auch mal die hier runterscrollen? Nö, kann man scheinbar nicht. Schön. Ich kann also die aktuelle Mission nicht wirklich angucken. Gut, dann gehen wir erstmal zu Fernando und erzähl ihm, was Meister Vardas so gesagt hat. Achso, wieder Tür schließen, natürlich. Das ist ja klar. Mach die Tür zu. Die Tür ist nicht zu weit entfernt, schließt direkt davor, Junge. Dann lass mal die Tür eben offen. Herrgott nochmal. Gut. Auf zu Iskarod. Sind wir eigentlich voll aufgeladen? Moment. Eins. Ja, das ist der Stab. Das ist der Bogen. Das ist unsere coole Rune. Was war vier? Vier ist nichts. Okay. Hervorragend. Soweit ich weiß, können wir auch gerade nicht so wahnsinnig viele Feuerpfeile abschießen. Ich glaube, weiß nicht, 5 oder 6 oder sowas. So war das doch. Und dann mussten wir auch schon wieder neues Mana tanken. Aber sei es drum. Vielleicht können wir noch ein bisschen was im Nahkampf jetzt reißen, jetzt wo wir sozusagen 55 Schaden machen mit unserem neuen coolen Stab. Der echt ziemlich stylisch aussieht mit dieser Sphäre oben drauf und den Stacheln. Gut. Hallo Iskarod. Segne mich. Zeig mir deine Ware. Was? Hä? Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Ja, prima. Dann zeig mir deine Ware eigentlich. Zeig mir deine Ware. Wollte ich dir noch eine Botschaft übergeben, oder? Habe ich das schon gemacht? Degen der Banditen habe ich dir auch schon mal verkauft. Ja, ganz prima. Kampfstab, ja, brauche ich eigentlich alles gar nicht. Sag mal, das mit der Mission klappt ja hervorragend. Über dich wachen. Ja, ja, auch über dich. Die Botschaft? Vardas hat mir eine Botschaft für Meister Iskarod gegeben. Er wacht am Schrein vor dem Kloster. Es ist Iskarod am Schrein vor dem Kloster. Seltsam, seltsam. Ach, ich kann mit WASD die Dinger runter scrollen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Fernandos Geschäfte. Der Händler Fernando will wissen, wie es um das Erz im Minental steht. Das haben wir ja, na gut, das kriegen wir nicht so schnell hin. Momentan Beweise. Ja, das geht ums Minental, das Krautpaket. Den Söldner Cypher ist ein Paket mit Sumpfkraut abhanden gekommen. Er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Ich glaube, mit Bodo haben wir schon mal geredet. Das war im Söldnerlager und Bodo hat dementiert, dass er es hat. Okay, Piratenhandel. Der Pirat Skip erzählte mir, dass der Stadthändler Baltra mit den Piraten Geschäfte macht. Aha. Leere den Krug in einen Zug, das später vielleicht Dragomirs Armbrust, Steintafeln, Passportal, Banditen, bla bla bla. Banditen in Jacks Leuchtturm ist noch viel zu schwer, das kriegen wir noch lange nicht hin. Was ist denn mit Joe? Hakon, ein Händler in Korinth, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wusste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in den die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkäme. Ja, wenn er verschwunden ist, nützt mir das auch alles gar nichts, aber gut. Ja, gut. Hoppala. Ja, mit Iskarod können wir die Botschaft offenbar nicht mitteilen. Ich probiere es nochmal. Nee, läuft offenbar nicht. Innos allzeit über dich wachen. Vielleicht haben wir es auch schon gemacht und wir müssen noch zu Vardas zurückkehren, um ihm zu berichten, dass wir Iskarod die Nachricht überbracht haben. Das könnte natürlich auch sein. Und auf dem Weg dahin kann man ein paar Gegner schlachten. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was sich töten lässt.
Die Banditen in der kleinen Höhle haben wir leider nicht besiegen können, weil die immer noch viel zu stark waren, gerade mit ihren Nahkampfwaffen. Und die haben offenbar eine ganz gute Rüstung an, die ich leider noch nicht durchdringen konnte. Ach ja, in diesen Gassen können wir jetzt sozusagen jetzt kostenlos nächtigen. Das heißt, wir können jetzt auch kostenlos farmen. Hallo Scavenger. Aber mehr als ein. Ja, dann locke ich euch mit meinem prächtigen Stab an. Und ich weiß, wie zweideutig das klingt und ich nehme es gerne in Kauf. Aber ich will nur einen anlocken erstmal. Denn Erfahrung ist Erfahrung ist Erfahrung und bringt ein Stiftchen mehr. Und vor allem Lernpunkte. Na komm her. Und klatsch. Oh Mann, macht das unglaublich viel Schaden. Ah, okay. Mit dem kritischen Treffer geht es offenbar ganz gut. Das Fleisch nehme ich mit. Oh, ich muss wieder Fleisch braten. Herrgott. Ich glaube, seit ich das behaupte, habe ich auch kein Fleisch mehr gebraten. Geh weg. Blödes Vieh. Schön. Und weitere 70 Erfahrungen. Fehlen noch ungefähr, weiter immer noch 4000. Egal. Ist sonst noch irgendwas? Gab es hier nicht irgendwelche Blutfliegen und sowas? Die können doch alle abschlachten. Ja, abschlachten macht Spaß. Ach, hier unten waren irgendwelche... sonst was für Viecher. Genau, am Wasser. Man sollte bei Gothic sowieso selten zum Wasser gehen, weil da sind meistens Lurker und da sieht man schon, ja, die Blutfliegen sind über den Lurkern. Das ist nicht so gut. In dem Fall mache ich das lieber nicht. Nein. Na gut, da erkunden wir vielleicht ein bisschen die Gegend hinter und um die Taverne herum. Da sehe ich auch schon Kräuter, die ich fröhlich aufsammeln werde. Goblinbeeren und ein Skelett. Okay. Und mir wurde zugetragen von einem freundlichen Abonnentenkommentar sozusagen, oder ein Zuschauerkommentar, ja, ich glaube erstmal momentan auch euer Abonnent, dass ich weder Dunkelpilze noch Äpfel verkaufen soll, weil die mir Mana bzw. Leben bringen ab einer gewissen Zahl. Und das werde ich natürlich auch beherzigen. Wer bist du? Was machst du? Ach, Dyrian, Menschenskind, da bist du! Mein Konkurrent in der als Novize. Oder als Meister der Magie. Okay, dann, ja. Gut, Feuernessel, Heilpflanze, nehme ich gerne beides mit. Heilkraut. Ach Mensch, so viel Kram, den ich noch nicht aufgelesen habe. Und da fällt mir etwas ein. Wenn wir eh schon in Richtung Watras gehen wollen, können wir auch mal... Ist das die richtige Richtung? Zum Kloster? Nein. Zum Großbauern? Eigentlich auch nicht. Kann es sein, dass wir jetzt gerade völlig falsch sind? Nach Corin ist ja. Die Richtung ist gut. Da oben auch sozusagen ein Bauerngehöft und ich bin da schon einmal hingegangen, um zu testen, wie stark ich bin oder mit was für Gegnern wir jetzt anlegen können und wurde dann unter anderem von Scavengern und was weiß ich nicht noch alles, von Feldräubern umgebracht. Oh, da ist dich auch ein Feldräuber. Hihihi. Dich bringe ich um. Und das werde ich jetzt erstmal rächen. Zwei Feldräuber. Ah. Ich will eigentlich erstmal nur einen haben. Denn eventuell können wir jetzt mittlerweile auch Feldräuber töten. Vorher war ja nur ein Kampfstab, jetzt müssen wir mittlerweile mit dem Magierstab oder was das da ist noch härter zuschlagen können. Komm, richtig auf, ja. Ich hau dich kaputt, du Kackfeldräuber. Ja, da guckst du, kommst nicht ran, ne? So kurze Ärmchen. Ja, das ist los der kleinen Menschen. Oh, und da hau ich dich mit meinem wirklich schönen Stab. Und 80 Erfahrung bringt dir gar nicht mal übel. Da ist gut, achso, ich kann nichts holen. Ah, okay, da hinten ist auch noch ein Schrein. Die muss ich doch befreien. Das ist mein Feuerschrein. Hier, hau ab, du Kackfeldräuber. Und jetzt den Stab. Zack. Nur einmal getroffen worden, das ist doch okay. Feuernessel. Ja, ich werde... Irgendwer, ein Feldräuber haben wir scheinbar noch. Kurz gucken, wo? Ah, da hinten. Ist es wirklich nur einer? Hoffen wir es. Getroffen. 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 Aua. Geh weg. Okay. Merke Tefgal, mit Feuerpfeil niemals in den Nahkampf gehen. Na komm her, Junge. Zumal wir ihn auch so besiegen können. War hier nicht irgendein Kraut? Hier war doch ein Kraut. Eine Heilpflanze. Oh, sogar. Zwei Heilpflanzen. Na, dann ist gut.
Oh, ein Feuernessel. Ach, Herrgott, ich weiß, euch regt's auf. Ist mir aber egal. Ich will das alles mitnehmen. In Gothic 2 kann ich das noch machen. In Gothic 3 werde ich es auf gar keinen Fall tun. Habe ich meinen ersten Durchspiel mal gemacht. Also im ersten einzigen Durchspiel, wohlgemerkt. Und ist das eine Steintafel hier vorne? Nein, ist es leider nicht. Dem wurden Dietriche geöffnet. Geopfert. Das ist ja lustig. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Ach, einen weiteren Feldräuber. Nee, das wollen wir erstmal nicht machen. Erstmal wollen wir noch mal ein bisschen pennen, um sowohl unser Mana als auch unsere Lebensenergie aufzufüllen. Ja, wie gesagt, bei Gothic 3 gibt es so verdammt viele Pflanzen, dass man die einfach nicht aufsammeln. Also man kann sie theoretisch aufsammeln, aber es bringt eigentlich auch nichts. Man hat am Ende auch so verdammt viel Geld, wie ich bei Gothic meistens sowieso irgendwie am Ende relativ viel Geld habe, warum auch immer. Dass man sich praktisch alles kaufen kann. Ich war, glaube ich, ein Wassermagier. Mach doch mal die Tür auf, Junge. Was ist da nur, sag mal, was ist da nur das Problem? Kann das sein, dass das Spiel gerade ein bisschen hackt? Das ist doch die Kneipe. Man kann doch in die Kneipe rein. In Kneipen geht man normalerweise rein, um zu trinken. Warum geht das hier nicht? Ja, wie gesagt, ich war, hier geht's rein, okay. Ich war Wassermagier irgendwie bei Gothic 3 und, habe mir dann, ich weiß nicht, just for fun irgendwie auch mal so eine Paladin-Rüstung gekauft, irgendwie das teuerste Item im ganzen Spiel, einfach weil ich das Geld hatte. Gut, ich brauchte auch praktisch keine Waffen kaufen und sowas, aber das war alles sehr merkwürdig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das hinterste Zimmer haben wir, glaube ich, genommen, weil wegen der Ruhe. Ach nee, das hinterste Zimmer war meine Lagerstätte. Gut, dann haben wir es wahrscheinlich nicht genommen. Vielleicht dieses? Nein. Das war keine große. Dieses? Ja. Von mir erfährt keiner was. Erstmal hinlegen, ratzen, bis zum nächsten Morgen. Ach, schön. Ja, und alles in allem ist ja Gothic 3 sowieso etwas unbalanciert, aber da werde ich in der Woche nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich eventuell Gothic 3 mal Let's Play, aber das steht noch erstmal in den Sternen. Erstmal sind noch ungefähr 20 andere Spiele, die ich noch spielen will und auch schon angekündigt habe. Und die will ich auch erstmal vorher spielen. Außerdem gerade bei Gothic ist es immer so ein bisschen der Fall, man muss sich auch geistig mehr oder weniger... Oh. Jetzt hackt es aber ganz schön. Jetzt muss ich auch geistig mehr jetzt auch darauf einlassen, gerade wieder so ein großes Spiel zu spielen. Weil die ganzen kleineren Spiele, also diese Adventures und sowas und was ich, so ein Ego-Shooter, den hat man relativ schnell mal irgendwann durch. Da spielt man mal vielleicht 10 Stunden, dann ist auch gut. Bei Gothic ist es immer so eine Sache, da spielt man mal eher, was weiß ich, wie viele Folgen, 150 Folgen, 200 Folgen. Feldhörig, das schreit nach neuen Tränken. Hier ist ein Feldräuber und eine Blutfliege. Hau bloß ab, ey. Okay. Zwei Feuerblitze oder sowas für eine Blutfliege. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Ja, wie soll ich da auch treffen bei diesen... So. Ein Mole Rat und ein Feldräuber. Ich lock mal den Feldräuber an. So, komm her. Da bist du. Mein Treu... Oh, ihr seid zu zweit. Ich habe euch beide angegriffen. Oh mein Gott. Ihr seid doch scheiße. Lasst mich in Ruhe. Eigentlich bin ich scheiße. Kann ich nur so einen Mist machen. Oh, und mir wird geholfen. Wie schön. Ein Mist viel weniger. Den erschlägst du mit einem einzigen Schlag. Wie bist du denn drauf? Und klaust mir auch die 80 Erfahrung. Na gut. Dann eben so. Dann krieg ich halt nur den. Ist ja egal jetzt. 80 Erfahrungen. Einsammeln gibt's nichts. Nichts zu plündern. Ah ja, stimmt. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich die ausplündere. Okay. Na gut, gibt's hier noch irgendwas? Habt ihr irgendwas bewacht? Was sind das da hinten? Sind das Mole Rats? Kann das sein? Oh ja, es ist auch der Fall. Ich will aber nicht gleich alle drei haben, Herrgott, nochmal. Na ja, gut. Geh weg! Du garstiges Vieh! Oh, die anderen beiden warten da hinten. Wunderschön, wie so ein alten Bud Spencer-Film. Wo die Gegner immer warten, bis der nächste kommt. Sieht doch gar nicht verbuggt aus oder so. Ach, jetzt greifen sie an. Ja, ja, gut. Nochmal 50 Erfahrungen, nehme ich gerne mit. Und ein kritischer Treffer scheinbar, das ist doch fein. So, einmal Morad, einmal Fleisch, einmal Morad, einmal Fleisch, einmal Morad, einmal Fleisch. Außerdem habe ich jetzt gerade wieder ziemlich wenig Lebenspunkte. Da hinten ist sowas wie, was ist denn das, ein Friedhof? Da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Budlerfleisch. Was lesen?
Wilfried Ukaral, 722 bis 764. 42 Jahre ist nicht gerade viel. Naja, gut. Unbekannt. Ein unbekanntes Grab. Okay. Budlerfleisch, klar. Ich nehme doch gerne Dinge vom Friedhof und esse die. Victorius Stahl, 741 bis 755. Das ist ja, war ja ein richtiger Held mit seinen 14 Jahren. Hat er einen kräftigen Namen gehabt. War dummerweise aber selbst nicht so kräftig, scheinbar. Na gut. Wen haben wir denn noch? Unbekannt. Ach, all die unbekannten Gräber. Die Heldengräber. Wahre Helden werden unbekannt beerdigt. Nochmal unbekannt. Das ist ja ein richtig bekannter Friedhof hier. Jetzt geht es mir unbekannter als bekannte Leute. Nochmal unbekannt. Überraschend. Und Oskar Sorn, 703 bis 736. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das irgendwie Entwickler sind oder sowas. Oder gibt es eine Höhle, wie ich das richtig sehe? Da gehen wir doch bald mal rein. Also gleich mal, nachdem ich mich jetzt hier hingelegt habe und dann wahrscheinlich auch eine neue Folge gestartet habe. Nochmal Butlerfleisch. Und eine Feuernessel. Und nochmal, haben wir den schon? Martha Ukara, ja genau, die haben wir schon. Haben wir das Fleisch schon genommen? Die haben wir nicht genommen. Gut. Vorbei an den Mole Rats und hoffentlich auch an dem Zaun. Aber den Zaun kommen wir nicht vorbei. Hoffentlich aber doch dann ja an den Mole Rats. So, geht doch. Und wieder zurück. Schlafen legen. War ja auch ein harter, anstrengender Tag. Wir wurden viel verprügelt, vor allem durch Feldräuber und ein bisschen durch Mole Rats angeknabbert. Oh, Dunkelpilze. Siehste, ich wollte noch gucken, wie viele Dunkelpilze ich habe. Und das werde ich auch direkt mal tun in dieser Folge noch. Ich habe es in dieser Folge angekündigt. Ansonsten vergesse ich das direkt wieder. So, ich habe noch 4 Äpfel. Also ist prima. Esse gleich mal ein. So. Ich werde wahrscheinlich immer eine Apfel-Ess-Session machen, ebenso wie eine Dunkelpilz-Ess-Session. Wie viel haben wir denn davon? 40 Stück. Okay. Er meinte irgendwie bei... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei 50 Dunkelpilzen. Also eher, ich glaube, es ist ein eher. Ja, bei 50 Dunkelpilzen kriege ich irgendwie mehr Mana oder sowas. Oder bei 50 Äpfeln. Oder 20 Äpfel. Ich muss nochmal in den Kommentar gucken. Ja, erstmal lege ich mich schlafen und mache dann auch gleich mal einen Schnitt. Wenn ich schon dabei bin. Ist doch perfekt. Jetzt bei 17 Minuten, ja, das ist okay. Gut. Ah, bis zum nächsten Morgen oder bis zur nächsten Folge, je nachdem.